Willkommen, liebe Clasher. Heute ganz viele Rathaus 7 Fights unterschiedlichster Art und ein absolut heftig gerushtes Dorf, einen knappen Bilderhall-Fight am Start und ein Fight von mir, der sehr gut aussieht, aber dennoch sind immer Verbesserungen möglich. Viel Spaß beim Schauen. Wir beginnen mit dem wirklich heftig gerushten Dorf. Wirklich nur einen Einser King am Start, nur Barbaren und diese beiden Zauber und 703 gewonnene Kriegssterne. Und wenn ihr euch das Dorf hier einmal anschaut, ey, das ist doch wirklich heftig, oder? Wow, hä? Okay, jetzt kommen wir zu den Rathaus 7 Fights. Jawohl, und gleich am Anfang einen Kracher, den Hallo kennen viele schon und der ist hier mit Rathaus 7 gegen ein Rathaus 10 angegangen in Champ 1 auf einen Titan 3 Gegner. Und ihm geht es natürlich nur darum, hier mindestens einen Stern zu erreichen. Und das ist schon wirklich stark, denn dieser Gegner ist fast Rathaus 10 maxed. Also sehr, sehr stark. Er nimmt erstmal alles außen mit, was er erreichen kann, was unverteidigt ist. Das sollte man wahrscheinlich auch wirklich lassen, um vielleicht dann doch sich verteidigen zu können. Aber der Hallo weiß genau, wo man hier eingreifen muss. Ich freue mich sehr, diese außergewöhnliche Folge mal mit 4 Rathaus 7 Fights hier gestalten zu können. Danach kommt ja ein knapper Bilderhall Fight und dann noch ein Fight von mir ganz am Ende, aber erst. Und hier nimmt er ganz schön, ganz in Ruhe alles mit. Das kostet natürlich richtig Zeit. Da muss man schauen, dass es nachher nicht so eng wird. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei gleich, na, 10%, aber gleich. Das müsste erstmal klappen. Oh, links auch. Ist alles unverteidigt, heftig. So, jetzt kommen die ersten Drachen an den Start. Muss natürlich die Luftverteidigung erstmal eliminieren und am besten in den Bogiturm. Dann können die Drachen ganz in Ruhe dort ihr Werk leisten. Der Luftfeger ist nämlich auch im Ausbau, kann auch nicht nerven. Optimal für ihn hier. Naja, der Drache driftet etwas zur Seite ab. Er wird wahrscheinlich noch einen nachsetzen, denn die Mitte kann man bestimmt noch erreichen. Der Inferno wird wahrscheinlich nicht bis an die Lager reichen, dass man hier einiges abräumen kann. Ich glaube, dieser Fight wird richtig spannend. Ich bin echt gespannt dazu, denn wenn man hier einmal verliert, ist es, dass man so viele Pokale verliert. Oh, unten kommen leider die Clanbuch-Truppen raus, auch zwei eklige Babydrachen. Die sind natürlich schon nervig, also So, jetzt geht er außen weiter lang aus der Clanburg Maximum Loons. Die machen erstmal die Luftverteidigung kaputt, sehr gut. Und kriegt der Drache hier diese Babydrachen kaputt? Oh, rechts wird's ganz knapp und oh, haben sie wieder nicht geschafft, diese Babydrachen endlich loszuwerden. Wir sind bei 42%, er noch einen Drachen und zwei Luckys übrig. Letzter Drachen, letzte Luckys, alles ist gesetzt, drückt die Daumen, dass er keinen Fail hinbekommt. Wow, und der Babydrache schießt den nächsten Drachen an, ist das ärgerlich. Also Babydrache ist wirklich böse. So, wir haben 46%, was glaubt ihr? 48%, schafft er das noch? Das kriegt er auf jeden Fall noch kaputt. Wow, Mann, oh Mann. Wir würden es ihm unbedingt... Oh, au, noch eine schwarze Luftbombe. Nein, wird das knapp. Guckt euch das an. Der Inferno ist drauf und er hat's gepackt. Boah, das knapp. Alter Falter. 50% so gerade eben gepackt. So, der Wolfsherz, Rathaus 7 auf ein Rathaus 9er. Mit Level 46 hat er seinen Account in Titan. Eingang würde ihm ermöglichen, er würde dann Titan werden als Rathaus Level 7 und er hat mir diesen Fighter daher geschickt. Er geht auch mit Drachen ran, das sieht man oft, bei Rathaus 7 sind die Drachen wirklich schön zu benutzen, super stark, das lohnt sich. Und so driften die etwas zur Seite weg. Mal sehen, wie viele Sterne kriegt er hier hin, denn das Rathaus ist schön weit außen, das lohnt sich. Das kann man gut mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie oft muss man denn weiterklicken, um sowas Nettes hier zu bekommen. In Champ 1 als Rathaus 7er. Denn da kann man ja bestimmt nicht bei weitem nicht alles mitnehmen, was da kommt. Denn wenn ein ziemlich heftiger Rathaus 10er oder... Also zumindest wenn der Rathaus 10 alles gut verteidigt hat, nicht so wie der eben, sondern sehr gut alles geschützt hat. Und Rathaus 11, wenn der ziemlich gut gebaut ist, dann auch sehr schwierig. Aber hier 46%, Rathaus hat er schon. Ich denke, zwei Sterne sind ihm sicher, genau. Mal sehen, wie viel Prozente wird es noch? Ich denke, das wird auch richtig knapp.
Und hiernach kommt noch so ein knapper Poki-Fight. Auch die Möglichkeit beim nächsten mit 37 Pokalen. Danach ein schöner Loot-Fight, auch Rathaus 7. Ich hoffe, dass sich dann die vielen, vielen Wünsche der Rathaus 7er, au, dass der Drache hat ihn leider erwischt, 60% hat er schon. Ich glaube, das hat er dann abgebrochen, aber schön gepackt, 7 Pokale und, jawohl, er ist in Titan 3. Glückwunsch an ihn, er spielt in Englisch, okay, und da ist sein Dorf. Glückwunsch in Titan. Als nächstes, der Philipp hat mir einen Fight geschickt mit dem Account Keks. Von links geht er hier voll rein mit Drachen hier am Start. Und da hat er schon, ja, die Zauber sind da schon benutzt. Immerhin ist ja weggeblitzt worden in der Mitte. Und die Drachen müssen es jetzt alleine packen. Ist noch ein King dabei. Die Drachen sind auf jeden Fall schön verteilt. Denn die teilen ja nur einen Mordschaden aus. Wenn die alle auf einem Punkt sind, ist das nicht so gut. Dann ist es wahrscheinlich ineffektiv. Oh, da kommen ganz viele Clanburg-Truppen raus. Diese Magier müssen unbedingt ganz schnell sterben. Noch eine schwarze Luftbombe drauf. Und sind sie hin? Jawohl, das musste super schnell geschehen, damit er das hier hinbekommt. Boah, bei 3 Sternen würde er 37 Pokale bekommen, hat er hier geschrieben. Da bin ich mal gespannt. Boah, die Drachen. Die haben natürlich richtig Power. In der Mitte geht es jetzt aufs Rathaus drauf, aber der Drache ist hin. Dann ist natürlich die Clanburg, die hat auch so viel Power. Die kann so viel ab. Das Rathaus natürlich auch. Jetzt sind wir schon mit Drachen auf dem Rathaus drauf. 2 Sterne sind ihm, denke ich, sicher. Das wird klappen. Und mal sehen, wie lange geht's noch? Wir haben noch 1 Minute 40. Ich kann leider nicht schneller spulen, aber ich denke mal, das sollten wir auch mal genießen. Die Drachen wollen jetzt erstmal den King platt machen des Gegners. Er hat noch einen eigenen King. Ich denke, da wird er wahrscheinlich noch ein bisschen warten, ob es sich wirklich lohnt, so weiter noch zu machen. Da ist noch der Bogiturm der einzige, der hier stören kann. Der Rest kann sich nicht mehr verteidigen, wenn er das hinbekommt. Boah, die Drachen können schon einiges ab. Man sieht da schon. Man sieht jetzt, der King ist außen lang. Boah, wird das knapp. Es geht wirklich nur um den Bogiturm. Wenn er den packt, dann hat er es gepackt. Dann ist es wirklich mit 3 Sternen besiegelt. Super, der Bogiturm geht auf den King. Den kann er natürlich dann auch noch zünden. Und der Drache geht bestimmt auf den Bogiturm. Und jawohl, super. Und somit müssten ihm 3 Sterne gewiss sein, wenn die Zeit nicht gegen ihn ist. Er hat es schön schnell gedreht. Jetzt erstmal spannend. Er hat den King noch gezündet, logischerweise, damit das hier flotter geht. Die Kanone ist natürlich auch böse dran. Kriegt er noch das kaputt? Jawohl, das hat geklappt. Und wir haben noch 15 Sekunden. Jetzt geht's auf die Kanone. Die restlichen Sachen können ja alle nicht so viel ab. 5, 4, 3, 2, 1. Nein, ist das knapp. Nur noch 1, 2 Sachen übrig. Auweia, 25 Pokale hat aber bekommen. So, der Keks hat mir diesen Fight geschickt mit schön viel Loot im Rathaus 7 Bereich, denn er ist Rathaus 7 als Angreifer auf einen Rathaus 8er. Der ist auch richtig voll. Also das macht Spaß. Das ist jetzt for fun der 4. und letzte Rathaus 7 Fight für euch. Danach, wie gesagt, einen knappen Bilderhall-Fight und ein Fight von mir, der eigentlich gut aussieht, aber es gibt immer etwas zu verbessern und das werde ich in diesem Fight mit Tipps und Tricks besiegeln. Jetzt müssen auf jeden Fall erstmal die Luftverteidigung weg hier, die würden schon ganz schön nerven mit den Drachen. Er will ja bestimmt alles abräumen mit den ganzen Pokalen, damit sich das richtig lohnt. So, na, wir sind gut dabei. Natürlich, die Blitzzauber waren wichtig. Aber dadurch sind keine anderen Zauber mehr übrig, keine Wutzauber oder Heilzauber. Das ist bei Drachen, denke ich mal, beides nicht schlecht, aber die Luftverteidigung wegzublitzen ist noch besser. Das machen jedenfalls die meisten. Dann wird es wohl auch am effektivsten sein. Ah, die Drachen gehen leider schön außenrum um die Luftverteidigung. Ist das ärgerlich? Ach ja, dann nur noch eine Luftbombe, der Loon ist gestorben. Unten die Drachen. Oh, 2 gehen in die Mitte rein. Allerdings haben die einen schweren Weg vor sich. Denn das ist alles sehr gut verteidigt. Die haben sehr viele Trefferpunkte. Und schaffen die das? Kriegen die das hin? Jawohl, super. 100% sind ihm gewiss und richtig schön viel Loot. Jetzt kommen wir zum Bilderhall-Fight vom Divine. Mit... Ah, der hat ein Buch benutzt hierfür, um die Maximum-Truppen zu erhalten.
und nimmt hier die Barbaren und dann Bomber hinterher und zwei Kanonen noch dazu. Da bin ich mal gespannt hier. Das ist auf jeden Fall mal cool, das zu nutzen. Deswegen diese blauen Level-Symbole bei den Truppen. Da ist dieses Buch benutzt worden, um die Truppen temporär auf Maximum zu bringen. So, die Kampfmaschine ist gut dabei in der Mitte. Der Gegner ist bis auf die Riesenkanone schon ganz gut dabei. Die ist leider im Ausbau für den Gegner. Die ist schon wirklich böse. Wenn die nicht da ist, habe ich auch schon gemerkt, kann ich mich ganz schwer verteidigen nur. Und auch wenn der Brutzler im Ausbau ist, ist auch richtig schwer. Super ist, dass die Kanone noch so gut dabei ist. Man sieht, was die mit dem Bomber zusammen an Schaden dort anrichtet. Das ist natürlich spitzenmäßig. So, Kampfmaschine sollte mal wieder gezündet werden, hoffentlich. Denn der Zerschmetterer macht da echt Kleinholz aus ihr. Hat noch gut geklappt. Oh, und erst das knapp. Und die Kampfmaschine konnte noch zünden. Auf der letzten Außenrille. Wow, war das knapp. Super, dass es geklappt hat. Und jetzt wird sie aber wahrscheinlich sterben, jawohl. Und die Kanone geht auf die andere Kanone. Kanone gegen Kanone. Und hat es gepackt. Wahnsinn, das war echt super knapp hier. Cool. Die Hero-Kanone auch mit dem Hero zusammen, mit der Kampfmaschine, haben toll zusammengearbeitet. Wirklich spitze. Wo will denn der Bomber hier hin? Will unbedingt die Mauer haben, also wirklich. Okay, super glücklicher Fight, 100%. Vielen Dank für diesen Fight und Gruß an Cloud Mini für diesen Fight. Jetzt zum Schluss ein Fight von mir. Dieses Dorf wird sehr oft verwendet. Links nämlich Bowler, dann die Heiler, dann Mauerbrecher. Und hier müsste eigentlich der Loon erst eher dran sein, damit er die Heilerin schützt. Und die bekommt es oben ab. Jetzt hier unten auch wieder die Bowler, dann Heiler. Das ist falsch. Lieber den Loon eher setzen, da war zu spät, aber aufgesprengt hat wenigstens geklappt. Das seitliche Clearing ist ganz, ganz wichtig. Ein Kollege der Bärme im Clan hat auch gesagt, es ist unheimlich wichtig, dass das seitliche Clearing klappt. Da kann man auch einen Wutzauber sogar für verwenden, wenn das nicht so scheint, dass es gut klappt, damit die Truppen auf keinen Fall außen lang laufen. Das ist ganz wichtig. Das Clearing hat ja dennoch ganz gut geklappt. Die Riesen wollen ja seitlich weg. Da muss dann ganz schnell der Sprungzauber. Super, die Truppen haben ihre Richtung geändert, denn die müssen in die Mitte und auf keinen Fall da seitlich weg. So, Wutzauber auch drauf. Den kann man manchmal auch schon eher setzen, wurde mir gesagt. So, Sprungzauber reicht bis in die Mitte und ich hoffe, die Truppen gehen rein. Manchmal sollte man auch die Stelle eher nutzen, da wo die Gegnerhelden sind, damit die Truppen reingelockt werden durch die Gegnerhelden. Und das klappt jetzt einigermaßen hier in die Mitte. Und den zweiten Sprung wurde mir gesagt, dass ich den lieber als Exit setzen sollte. Der war hier nicht notwendig, in der Mitte dort. Das stimmt, den kann man dann außen eher setzen auf der anderen Seite, denn die Bowler schaffen es ja auch so über die Mauern. Und rechts wäre der Wutzauber besser gewesen, etwas eher schon, wo dort die Heilerin und die Bowler sind. Dann wären da nämlich noch mehr übrig gewesen. Und genau diese Verbesserungen sind trotz des guten Ausgangs dieses Fights noch drin gewesen. Dann wären noch mehr Truppen übrig gewesen. Hätte, wenn, täte. Man kann immer dazu lernen und ich merke die ganze Zeit, während ich fighte, geht auch immer mal wieder ein Angriff schief, weil man an so viele Sachen nicht unbedingt immer denkt. Aber es ist ganz viel Verbesserungspotenzial in den Angriffen möglich. Allerdings hängt das auch teilweise so vom Gegnerdorf ab. Deswegen sehr schwer herauszubekommen. Aber ihr seht, das hat trotzdem geklappt hier. 3 Sterne sind mir sicher und ich möchte mich hiermit verabschieden. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.